Hey Sarah, du musst noch wählen, oder? Oder hattest du schon Briefwahl gemacht? Nee, ich habe Briefwahl gemacht. Achso, okay, weil sonst dran denken, heute wählen zu gehen. Ja, ist wichtig. Ja. Naja, wir sollten jetzt erstmal mit der Pescado-Folge starten. Ja. Ne? Willkommen zu einer neuen Pescado-Folge. Apropos wählen, Leute. Wie immer haben wir auch für diese Woche einen Film der Woche für euch ausgewählt. Und zwar Kevin allein zu Hause. Ich denke, den Film kennt ihr alle und ich finde, langsam wird es ja schon wieder ein bisschen kuschelig draußen und so. Und ich finde, das ist ein perfekter Film, um in die Winterzeit, sage ich mal, reinzustarten. Ja, tatsächlich kenne ich die Filme von Kevin allein zu Hause auch. Ich persönlich finde aber irgendwie, dass sie noch ein bisschen mehr so in den Winter passen, in die kälteren Monate, weil dieser Monat, also September, ist ja teilweise noch sehr warm. Vor allem jetzt die jetzige Woche war ja wieder sehr warm, also 25, 26 Grad. Und ich würde sagen, so zu meinem kuriosen Feiertag passen auch tatsächlich wärmere Temperaturen besser. Und zwar ist es der Ehrentag der Elefanten. Und Elefanten kommen ja auch eher in wärmeren Gebieten vor, nämlich zum Beispiel in Afrika oder auch in Teilen von Asien. Und ich würde sagen, es ist doch auch wirklich wichtig, diesen Tag zu haben. Man sollte nämlich Elefanten einmal ehren, weil sie eben auch schon ziemlich stark vom Aussterben bedroht sind. Aber ja, es wird sich natürlich trotzdem gekümmert, dass sie nicht aussterben sollten, was auch ziemlich wichtig ist. Denn sie sind auch einmal das größte Landtier der Welt, also oder der Erde, falls ihr es nicht wusstet. Genau, und ich finde Elefanten, die sehen immer so lieb aus. Obwohl sie so groß sind. Boah, krass, Lena, habe ich gar nicht gewusst mit den Elefanten. Richtig cool auf jeden Fall. Schön, dass auch mal Tiere geehrt werden. Und ich würde jetzt aber nochmal zurück zum Anfang, nämlich waren wir ja da gerade bei den Landtagswahlen. Und ja, jetzt haben wir hier in der Schule auch sowas Ähnliches gemacht, bloß hieß das Juniorwahlen. Und da haben wir euch jetzt mal in unserem Hauptteil einfach ein bisschen den ganzen Ablauf von der Juniorwahl, sag ich mal, mitgefilmt und haben auch ein paar Kinder interviewt und auch den Herrn Sill, den haben wir auch interviewt, weil er hat auch viel mit der Juniorwahl zu tun, mit der Organisation. Und ja, seid gespannt. Nein, schläfst du nicht mal? Max, du hast Glück. Und schon wieder, da kommt. Und jetzt ist es schon rein. Ich weiß nicht, warum die steht. Die Stifte liegen drin. Einmal Ausweis herzeigen. Ja, warte. Sarah ist allein drin. Also, du hast das schon gewählt? Ja. Okay, und wie fandest du das so? Ich fand es sehr gut, dass die Schüler in der 7. Klasse auch schon wählen dürfen und dass alle einfach wählen dürfen. Okay, und denkst du, ist auch so gut für die Erfahrung, wenn sie später ja, auch ein befreiendes Gefühl dafür. Ja? Ja, mir geht es genauso. Also ich finde Politik auch generell sehr cool, finde ich interessant. Und ich finde es halt cool, dass man sehen kann, welche Meinungen die anderen haben und so. Ja. Ich habe jetzt neben mir auch einen Lehrer, der mit bei den Juniorwahlen sozusagen teilnimmt, bei Organisationen und so. Und er kümmert sich, also Herr Sill, um die Auszählung und um das Vorstellen des Wahlergebnisses. Und jetzt würde ich gerne erstmal einmal wissen, was sind denn überhaupt die Juniorwahlen? Ja, die Juniorwahlen sind die Möglichkeit für Jugendliche ab der 7. Klasse, im Schwerpunkt ab der 9. Klasse, selbst sich im demokratischen System und Prozedere der Wahlen einfach einzufinden und hier auch zu versuchen, einfach zu schauen, wen kann ich denn eigentlich wählen, wie läuft das ab, was muss ich mitbringen, welche Übersicht muss ich haben, etc. In dem Zusammenhang macht man dann auch im Unterricht entsprechend ja, eine Beurteilung der Parteien. Ich weiß nicht, ob die gut oder schlecht sind, sondern eher, was machen die eigentlich, wofür stehen die eigentlich, dass halt hierbei Hintergrundmaterial geliefert wird. Und bei den Juniorwahlen ist es dann auch wirklich so, dass die Schülerinnen und Schüler wählen gehen und auch durch Schülerinnen und Schüler ausgezählt wird. Und dann auch ja, präsentiert wird bei uns. Ja, also würden Sie sagen, es ist auch nochmal eine gute Chance, schon mal vorher reinblicken zu können, so ein bisschen in die Parteien, in Politik sozusagen, auch wenn man eben noch nicht richtig wählen darf.
Und würden Sie sagen, dass sich die Wahlergebnisse ähneln zu denen von den richtigen Wahlen? Also für das Land Brandenburg können wir es jetzt noch nicht sagen, das werden wir dann später erfahren. Also ganz offiziell alle am Sonntag, für die wenigen, die auszählen nachher, aber die sind ja über Schwiegenheit verpflichtet. Aber ansonsten, wenn wir das vergleichen mit diesem Jahr der Oberwahlen, hat es zum Teil gewinnen, zum Teil hat es aber dann nochmal unterschieden, inwiefern das mit unserem Politikunterricht oder überhaupt mit allen Kolleginnen und Kollegen zu tun hat, die auch Politik in ihrem Unterricht auch außerhalb des Faches thematisieren, sei mal dahingestellt. Ich bin froh über unsere Ergebnisse unserer Schule im Vergleich zu denen des Landes Brandenburg, aber das sind meine persönlichen Gefühle. Und haben Sie schon mal Feedback vielleicht von Schülern auch bekommen, wie Sie das finden mit den Juniorwahlen? Oder also, Sie haben es ja auch schon mal davor gemacht zu anderen Wahlen? Also viele finden es eine spannende Sache. Also die wenigsten von Ihnen konnten jemals irgendwie einen Wahlzettel sehen, außer von denjenigen, wo die Eltern vielleicht zu Hause per Briefwahl gewählt haben. Und hierbei ist die Möglichkeit einfach zu sagen, okay, ich darf das jetzt machen. Vor allem für die ganz Jüngeren, die noch nicht mal in dem Wahlalter sind, wo es bei denen also wirklich noch eine Weile hin ist, die sind eigentlich sehr begeistert im Durchschnitt. Bei den Älteren nimmt es dann ab, weil die freuen sich eher auf die richtige Wahl. Okay, dann vielen Dank fürs Interview. Dankeschön. Und jetzt kommen wir noch mal kurz zu dem Ausblick auf die kommende Woche. Und zwar stehen nächste Woche ein paar Jahrgangskonferenzen an. Das ist natürlich jetzt für euch Schüler nicht so wichtig oder für die Eltern. Dann aber auch, weiß ich, glaube ich, am Montag ist Elternabend für eine zweite Klasse und irgendwann Ende der Woche auch noch mal eine Elternversammlung für, ich glaube, eine neunte Klasse war es. Also dran denken, falls eure Eltern noch nicht Bescheid wissen. Genau, und am Dienstag ist auch das Sportfest für die ersten bis sechsten Klassen. Ich weiß gar nicht mehr, doch, ja, ich glaube, so war es damals. Ich bin ganz froh, dass ich nicht mehr dran teilnehmen muss, aber nur, weil ich nicht die sportlichste Person bin, obwohl es ja doch immer noch mal ein bisschen was aus einem rausgeholt hat und man dann doch ein bisschen besser abgeschlossen hat mit den Werten. Aber es hat auf jeden Fall trotzdem auch immer Spaß gemacht. Also das auch nicht vergessen, aber ich denke mal, das werdet ihr nicht vergessen, die damit betroffen sind. Und am Mittwoch ist dann auch der Tag, wo die Neunten spätestens festlegen müssen, deren Facharbeitsthema. Ja, viel Spaß beim Schreiben der Facharbeit, ist auf jeden Fall ein Prozess und wenn ihr es dann geschafft habt, seid ihr, glaube ich, auch ziemlich froh. Aber es ist auf jeden Fall, es bringt euch ja was, ihr lernt dabei ein bisschen was und denkt dran, bis dahin ein gutes Thema zu haben, wenn ihr es nicht schon habt. So, und bevor wir euch jetzt loslassen sozusagen von dieser Folge, wollen wir nochmal sagen, dass wir heute auch eine Wahlparty im Tasca haben und also alle, die, sage ich mal, politisch interessiert sind oder prinzipiell ein bisschen was von unterschiedlichen Vertretern der Parteien hören wollen, kommt gerne vorbei, es sind ein paar Politiker da. Genau, und dann werden wir ein bisschen diskutieren, warten auf die Wahlergebnisse. Ja, und wir haben natürlich auch noch ein kleines Video mal gemacht, nämlich zeigt Haltung, steht auf und geht wählen. Deswegen dürft ihr auch nicht vergessen, heute wählen zu gehen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wir vom Schülercafé Tasca zeigen Haltung. Wir stehen auf für Demokratie. Am Wahlabend laden wir, wie schon seit 15 Jahren, wieder ins Café Tasca ein. Erwarten Sie mit uns die Ergebnisse und diskutieren Sie mit uns. Wir haben wieder einige Landespolitiker auf unser Podium eingeladen. Aber vorher zeigen Sie Haltung und gehen Sie wählen. Ich muss deswegen jetzt nämlich auch los, weil ich muss noch schnell wählen gehen. Ich habe noch keine Briefwahl gemacht. Deswegen tschüss. Tschüss.